Wir werden jetzt zusammen anschauen, wie man so ein Booklet erstellen kann, das heißt eine Titelseite mit einem Bild, eine Doppelseite, welche in der Mitte gefaltet wird, mit einem Bild, das über beide Seiten läuft und jeweils drei Spalten. Und eine abschließende Seite mit einem QR-Code. Dafür benötigen wir einige Materialien. Ich habe mir da schon mal einen Artikel zum Thema Linux ausgesucht. Ich werde jetzt über Linux ein Booklet machen. Das erste Bild finde ich hier. Das ist der Linus Torvald. Ich mache das groß, Rechtsklick, Grafik speichern unter. Ich habe ihn da zwar schon mal. Schreiben wir und gehe zurück. Und noch ein zweites Bild. Hier Vorschau anklicken, dann nochmal aufs Bild klicken und jetzt bekommt man die volle Auflösung, Grafik speichern und noch hier habe ich schon überschreiben. So. Jetzt brauche ich noch den QR-Code und dafür verwende ich diese Adresse hier, also ich kopiere mir die URL, gehe zu diesem QR-Code-Generator und wähle da den Typen URL aus. Setze hier das ein und kann jetzt da mit diesem Regler hier die maximale Bildqualität auswählen, öffne das Bild auch noch einmal, speichere mir diese Grafik herunter und habe jetzt eigentlich diese Inhalte, die ich brauche für mein Booklet. Das heißt, ich wechsle jetzt zu Scribus. Da wähle ich Doppelseite beim Dokumentenlayout, A5, Anzahl der Seiten sind 4 und die Spalten lasse ich hier jetzt noch auf oder noch offen, das kommt in einem nächsten Schritt. Okay, ich habe da mal diese 4 Seiten, die ich dann brauchen werde später. Und als erstes muss ich die Seite einrichten, dafür mache ich diese Hilfslinien hier. Ich wähle Render, das heißt, die Hilfslinien sollen nur in diesem blauen Bereich hier, zwischen diesem blauen Bereich sein und nicht zwischen dem roten Bereich. Eine so, zwei in dieser, der vertikalen und dann mache ich jeweils einen Abstand dazwischen, 11 Punkte. Und auch hier 11 Punkte. Wende ich auf alle Seiten an und schließe das. Dann werde ich Formate brauchen. Darum öffne ich da das Menü Stile. Gibt schon ein Absatzformat, doppelklicken, Zeichenstil wechseln. Und hier möchte ich nicht Arial, sondern Georgia. Das ist Georgia. Schriftgröße ist okay. Dann fertig. Und jetzt brauche ich nochmal zwei Absatzstile. Als nächstes mal die Überschrift. Ebenfalls Georgia, aber 18 groß. Und noch ein Absatzstil, in diesem Fall den Titel, Größe 24 und fertig. So, ein bisschen kleiner machen und auf die Seite ziehen hier. Jetzt habe ich mal diese Absatzformate zur Stile schon einmal zur Auswahl schon vorbereitet. Gut, dann brauchen wir ein Textfeld. Das kann man hier mit diesem Textrahmen eröffnen. Das heißt, mit dem Buchstaben T komme ich auch direkt zu diesem Tool. Ich versuche es mal. Einfach auf T drücken. Tatsächlich, es wird automatisch ausgewählt. Wenn ich jetzt hier diesen Rahmen aufziehe, dann sehen Sie, das schnappt nicht automatisch auf diese Hilfslinien ein. Darum lösche ich das noch einmal und mache hier noch an Hilfslinien ausrichten. Nochmal T drücken. Jetzt Textwerkzeug und jetzt schnappt es schön ein auf diese Hilfslinien. Darunter brauche ich das Bild, da machen wir als nächstes noch das Bild. Das wäre Bilderrahmen einfügen, das funktioniert mit dem Buchstaben I. Ich drücke auf I und habe jetzt gerade einen Bilderrahmen. Doppelklicken. Ich hole mir das erste Bild, diesen Linus Torvald da, und mache jetzt
Bild an Rahmen anpassen. Ein bisschen zu wenig groß, dann ziehe ich es nach oben. So, jetzt ist es unten zu wenig, jetzt müssen wir es hier ein bisschen anpassen noch. So, jetzt ist es perfekt. Schön runterziehen. Und jetzt kommt noch der Text oben, einfach doppelklickend aufs Textfeld. Alles auswählen, Absatz anwenden, ist in diesem Fall schon passiert. Dann nur Linux auswählen und das möchten wir jetzt groß, also Rechtsklick, Titel anwenden. Und wir haben eine schöne Titelüberschrift hier. Jetzt kommen wir aus dem Bearbeitungsmodus raus und wir sehen uns dann die erste Seite an, das sieht schon ganz vernünftig aus. Dann gehen wir zur Mittelseite. Dort kommt als nächstes oben das große Bild, wieder mit der Taste I. Einen Bilderrahmen holen, schön aufziehen, doppelklicken, Bild auswählen. Und in diesem Fall werden wir nicht mit Bildern Rahmen anpassen arbeiten, sondern hier dieses andere Menü Eigenschaften. Das ist ein Punkt Bild. Da ist wichtig, dass Sie dieses Kettensymbol vorher anklicken, damit die Kette zu ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese Größe hier ändere, ändert sich gleichzeitig auch die X- und die Y-Achse. So groß, bis das etwa gefüllt ist. Das kann dann hingehen. Jetzt habe ich den ganzen Rahmen verschoben, das wollte ich nicht. Das heißt, doppelklicken, jetzt bin ich auf dem Bild drauf und kann nur das Bild verschieben. So, etwa einpassen. Ist gut. Dann als nächstes, mit Esc abbrechen, kann ich da die Eigenschaften auch wieder schließen, hole ich mir wieder einen Textrahmen, das heißt wieder auf T drücken und schön diese Box hier aufziehen. Das könnte man jetzt entweder kopieren und einfügen. Dann habe ich hier genau diese Textbox noch einmal oder ich drücke einfach nochmal auf T. Ziehe mir diese Box hier auf, nochmal T, schön aufziehen, T, aufziehen, T, aufziehen und habe jetzt meine Textboxen vorbereitet. Damit da dann auch was steht, brauche ich noch Text, das heißt wir gehen zum Linux-Artikel zurück und kopieren hier ein bisschen genügend Text, kopieren und ins Scribus zurück, doppelklicken und einfügen. Da diese Sonderzeichen nehmen wir dann noch raus, sieht nicht so schön aus. So. Jetzt sehen Sie hier unten erscheint so ein rotes Kreuz, das heißt in dieser Textbox hat es mehr Text drin als angezeigt werden kann. Damit der Text automatisch schön weiterläuft, gibt es dieses Tool hier oben, dieses Werkzeug heißt Textrahmen verketten, kann man mit dem Buchstaben N aktivieren. Also ich drücke jetzt auf N, habe die Verkettung da, klicke auf das nächste Textfeld, wieder zu viel Text, auf N drücken, Textfeld anklicken, N drücken, Textfeld, N, Text, N, Text. Jetzt sind alle miteinander verknüpft. Ist immer noch zu viel Text, den müssen wir am Schluss dann noch rauslöschen, was übrig bleibt. Und ich gehe jetzt zurück auf diese erste Spalte hier. Klicken, einen Titel eingeben, anwählen und hier mit Überschrift Rechtsklick anwenden. Da habe ich eine Überschrift. Jetzt machen wir noch eine zweite, gehe ich da in den Text hinein, mache ein bisschen Zeilenumbrüche, bis ich am richtigen Ort bin. Und wieder. Anwählen, anwenden und habe jetzt hier einen zweiten Titel. Ein paar unschöne Stellen, da diese 1 zum Beispiel könnt ihr noch rausnehmen, das ist noch von Wikipedia eine Referenz, brauchen wir aber nicht mehr. Hier unten ist immer noch zu viel Text, ich gehe jetzt aus dem Textbearbeitungsmodus raus und ziehe hier unten die Box ein bisschen auf, damit ich da den Text ganz sehe, lösche da den Rest noch raus. Damit
dass nicht diese Meldung da immer gibt, dass da noch zu viel Text ist. Wenn ich fertig bin, Textbox wieder kleiner machen, so. Und habe jetzt die mittlere Seite, die Doppelseite auch gestaltet. Jetzt gehen wir noch auf die letzte Seite, da gibt es diesen QR-Code als nächstes, ist auch ein Bild, darum mit I das Textbox-Werk oder Bilderrahmen-Werkzeug aktivieren. Und jetzt gibt es da einen kleinen Trick, weil der QR-Code ist ja quadratisch, dass das von Anfang an stimmt, drücken Sie die Kommandotaste und ziehen das Fenster auf und Sie sehen, ich kann jetzt hier machen, was ich möchte, es ist immer quadratisch. Mache das schön eine Textspalte breit, lasse los, Doppelklick, hole mir da diesen QR-Code, ist wieder zu groß, passe das Bild an den Rahmen an und der QR-Code ist perfekt da. Mit dem T-Tool hole ich mir das Textwerkzeug, ziehe hier das Text, das Textfeld auf, Doppelklick, Impressum. Können Sie auch Ihren eigenen Namen schreiben. Inhalt ist von Wikipedia. Und die Lizenz. Das könnte auch Copyright sein, aber bei Wikipedia, Inhalten, Texten, Bildern, das ist in der Regel diese Lizenz hier unten, Creative Commons Lizenz, die kann man auch abgekürzt hier direkt rauskopieren. Und hier wieder einfügen. So, raus aus dem Textbearbeitungsmodus. Die Box ist viel zu groß. Macht ein bisschen kleiner. Das gerade aufgeht, so vielleicht. Ja, und ziehe das noch ganz nach unten. Achso, ich könnte hier das Impressum auch noch als Überschrift gestalten. Jetzt ist die Box natürlich wieder ein bisschen zu groß. Nochmal ein bisschen anpassen. Vielleicht so. Schön nach unten ziehen. Und wir haben diese letzte Seite auch noch gestaltet. Jetzt fehlt noch diese Linie hier, so ein gestalterisches kleines Element. Dafür gibt es dieses Linientool hier oben, also mit L aktivieren. Wieder schön auf die Ecke fahren, aufziehen. Loslassen, die erste Linie ist da, auf der Titelseite auch noch die Linie ergänzen. Also wieder auf L drücken, Ecke fassen. Und aufziehen. So, Esk, um das die Auswahl zu beenden. Jetzt können wir das noch anschauen, wie das ausschauen wird. Dafür gibt es diese Ansicht hier, und zwar den Vorschau-Modus. Jetzt sehen wir da die ganzen Hilfslinien verschwinden. Wir sehen, wie die Broschüre, das Booklet etwa ausschauen wird. Okay, nehmen wir Vorschau wieder weg und speichern uns dieses Dokument jetzt einmal noch ab, damit wir das auch später weiter bearbeiten können. Namen nehme ich da Booklet. Und als nächstes machen wir noch den Export, damit wir das PDF dann auch haben, also exportieren, das PDF abspeichern. Das können wir eigentlich mehr oder weniger so lassen und machen da die Sicherung. So, beende Scribus jetzt. Das mache ich auch klein. Gehe in diesen Ordner hinein. Da ist das Booklet. So, damit ist dieses Booklet mehr oder weniger fertig, die Titelseite, die erste Hälfte der Doppelseite in der Mitte, die zweite Hälfte und noch die letzte Seite mit dem QR-Code. Damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem eigenen Booklet.